und herzlich willkommen zur Folge 58. Wir sind hier momentan nicht ganz im Sumpf. Wir sind in einer hügeligen Landschaft unterwegs. Also sprich, da wo die Harpien sind, in Gothic 2 dann in Jaken da sind, der schluchtenartigen, ist schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall haben wir einen Untoten getroffen, Asmordian, der uns erzählt hat, dass hier alle verflucht sind. Wunderschön. Und zusätzlich ist hier auch noch ewig Dunkelheit. Das ist zwar atmosphärisch ganz interessant, aber spielerisch ein bisschen verkorkst. Denn hier ist es halt pissdunkel. Ich habe leider nur eine einzige Lichtspruchrolle dabei. Deswegen eier ich die ganze Zeit mit der Fackel rum und wahrscheinlich werde ich nicht mal die Lichtspruchrolle, wie ich mich kenne, aufbrauchen. Ein bisschen aufschlussreich wurde das Ganze jetzt, aber hier, alle Viecher hier sind verflucht. Quasi ein verfluchter Landstrich in Jaken da. Warum auch immer. Da war wohl einer nicht so gut drauf. Enos, Adanos oder Belia. Aber Asmordian hat uns erzählt, er ist, also eigentlich er war, aber er ist ja, da er immer noch lebt, ein Adanos-Priester gewesen. Ja, oder ist halt immer noch. Und deswegen, er ist der Einzige, der seinen Verstand nicht verloren hat. Alle anderen Viecher hier flippen komplett aus bei Sichtkontakt. Wie man es halt kennt, ne, so bei Gegnern. Aber beim Asmordian ist das nicht der Fall. Der ist noch bei klarem Verstand und etwas, ja, depressiv veranlagt. Denn das ewige Leben führt zu ewiger Trauer. Womit denn? Wie, womit denn? Habe ich keine Spielzeuge dabei. Womit denn? Hör doch auf. Als ob. Nein, habe ich die letzte Spitzhacke verkauft? Ich baue, wieso habe ich das gemacht? Ich will eine Spitzhacke. Es kann aber gut sein, dass wir vielleicht hier eine finden werden. Mal gucken. Es wäre jetzt schon ein bisschen traurig, wenn der König der Grabschänder jetzt hier nicht zum Einsatz kommen könnte. Das wäre ein bisschen traurig, echt. Das ist ja irgendwie. Muss ich die wohl auch so sind verkauft haben? Das gibt's doch nicht. Ich bin schwer enttäuscht und springe deswegen erstmal in den Tod. Ganz kurz, das war ein Versehen. Aber wir können wohl auch nicht sterben. Wie es scheint. Oder so. Also ich bin ganz kurz. Stopp. Ich bin jetzt nichts zu holen. Fest davon ausgegangen, dass wir sterben. Das war ja auch keine Absicht. Bin ja quasi gerade aus Versehen da runtergesprungen. Ein sehr seltsamer Landstrich, aber irgendwo auch cool, ja, sehr faszinierend. Wenn auch, wie gesagt, äußerst seltsam. Belegen wir mal den zweiten Slot, denn wer weiß, ob das jetzt hier korrekt ist, wo wir hingeplumpst sind. Wahnsinn hier, Wahnsinn. Ah, ein paar Fackeln, ich glaub's nicht. Wie gesagt, gut möglich, dass wir jetzt hier dann. Entweder sind wir wo ganz anders. Wo ganz anders. Schwarze Perle nehme ich mit. Das ist auch gut, wie die aufstehen, die Kameraden. Weiß vielleicht ein bisschen dumm von mir, mit so wenig Leben da reinzurennen. Ja, war's. Aber wir bleiben mal hier. Ich habe ganz kurz gedacht, ich lade erstmal neu. Wer weiß, ob das sein soll, aber ist schon cool. Muss ich sagen, ist schon alles cool gemacht hier. Ein paar Geisterwölfe umkloppen und so. Das ist schon cool. Hatten wir die Truhe jetzt eigentlich schon? Nee, ne? Nope. Ist auch cool, wie die dann auferstehen, die Skelette. Also man muss schon sagen, also im Detail, da siehst du dann, dass das sehr hochwertig ist. Ja, dieses ganze Projekt. Die Mod ist schon nicht übel, kann man nicht sagen, dass die schlecht wäre. Okay.
weg mit denen. Die pfeffern halt da trotzdem rein, ne, hier die Skelette. Jetzt ist übrigens die Dinge hier verschwunden. Da ist nichts. Stand ja auf so einem Sockel, die schwarze Perle. Und der Sockel ist dann irgendwie hinabgefahren in die Tiefen der Erde. Also gut. Wieder die Fackel auspacken. Und weiter schauen, wo wir hier eigentlich sind. Andere Dinge zu wollen, nehme ich noch mit. Selbiges gilt hier für das Heilkraut. Also drei Skelette. Mhm. Von links und rechts wird man gleich bombardiert, wenn man nicht aufpasst. Aua! Da hat man wieder den Teleport. Wie gesagt, irgendwas ist hier wahrscheinlich in der Nähe. Irgendein Schwarzmagier, der sich immer wieder wegteleportiert, wenn man sich nähert. So ein bisschen wie der. Wie hieß er? Kiran oder so? Kirai. Ihr wisst, wen ich meine. Das ist nur die Frage. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also. Ich habe wirklich gar keinen blassen Schimmer. Jetzt fällt mir die Fackel da weg. Und da drin ist ein Druide. Okay. Jetzt sind wir mehr oder minder freiwillig, unfreiwillig zum Ziel gelangt. Ein Level up. Wie gesagt, ich sehe halt zwar nichts. Ich möchte jetzt auch ganz kurz erstmal schauen, ob ich quasi zurückfinde, aber ich glaube, da hinten dürfte der Hügel sein, wo wir einst hier so ein bisschen quasi die ersten Orientierungsmuster erkennen konnten. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, aber vielleicht. Also auf jeden Fall, wir können durchs Runterfallen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir sterben können durch. Da schreckt doch schon wieder irgendwo einer. Ah, hier. Da haben wir eine Hütte, also beim Eremiten. Sind wir quasi. Das wäre vielleicht einfacher gewesen als Anhaltspunkt in Jaken da. Und wie gesagt, wir haben gesehen, da drin befindet sich ein Druide. Ein Kollege vielleicht vom Varrak, wer weiß. Jetzt kommen da nochmal Geisterwölfe. Sollen sie doch. Aber langsam schließt sich dann der Kreis. Schön, dass der eine hier, guck mal, Sportsmann. Er hat sich extra noch zurückgehalten. Mir nicht 2 zu 1 in der Unterzahl kämpfen muss. So, die eine Fackel ist zwar futsch, aber wir haben ein paar gefunden. So. Also hier kamen wir mehr oder minder an. Hier unten müsste dann irgendwo das Bett sein. Ne, da noch nicht. Noch ein bisschen weiter runter. Genau, hier ist das Bett. Und in der Höhle kamen wir ja hierher. Das heißt, quasi von jetzt hier aus gesehen, von der rechten Seite, spawnt man dann, falls man runterfällt. Links waren wir schon fast überall. Und da oben beim Eremit ist quasi ein Druide zu Hause. Und ich glaube, hier geht es wieder nur runter, oder? Da ist ja noch ein Weg versteckt. Hier ist doch was. Hier ist doch was. Klar. Warum werde ich von da hinten bombardiert? Was soll denn das? War frech ist das. Klar. Wird hier wieder teleportiert wie wild. So, mal langsam hier. Dann werde ich hier abgeschossen, ich will einfach nur meine Ruhe hier. Aua, es langt. Ist gut jetzt. Bam! Zieht er seine Waffe nicht? Ach, jetzt bin ich noch gestorben. Ach, zum Glück habe ich gespeichert. Ah, okay, Fackeln auf dem Boden verschwinden auch. Ach, guten Tag. Wo willst denn du hin?
In den Abgrund, wo du hingehörst. Verfallen nämlich mit gut, der Bogen ist jetzt halt futsch. Ah, was soll's. Schön, dass wir wieder einen Haufen Pfeile vergeuden. Pfeile sage ich schon. Fackeln meine ich natürlich. Drecksack da in der vergammelten Ritze da, du Pisser. Was soll denn das? So. Hab übrigens keine Ahnung, wo wir gerade wieder rumgeistern. Das klingt gut. Aua! Was geht da drin ab? Freunde, macht immer halblang. Können mich nicht einfach beschießen, wie ihr gerade lustig seid. Ist ja nicht fair, ist das. Ich sehe zwar nichts, aber egal. Ein Leash! Guten Tag, der Herr, ne? Mein Abgang, Freund, ey. Manometer, Blizzard hat er dabei. Der alte Simpel da. Was wohl mit dem wieder auf sich hat, ein Leash? Nichts zu holen. Und hier sind ein paar Skelette, die wahrscheinlich gleich auferstehen. Wenn ich mir hier die schwarze Perle genehmige. Ich habe das Gefühl, dass wir mehrere schwarze Perlen sammeln werden müssen. Hab ich so im Urin. Mal ein bisschen hier. Ein bisschen stärken. Auf den Sack, dass wir hier einfach meins mir die ganze Zeit den Rücken schlagen zu können hier, Freund. So, wenn die hier gleich so frech hier, das gibt's doch nicht. Wo sind wir denn hier? Ja, Freund, mach die Tür auf. Ganz lustig jetzt, oder was? Nichts zu plündern, da ist nichts zu holen. Na gut, da ist er direkt hier. Schalter. Müssen es mehrere sein oder was? Nicht, da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Das ist hier wieder für ein Käse. Da ist nichts zu holen. Gut, es wäre nicht unmöglich, dass man hier noch gar nicht rein soll. Drecksscheiß, hallo. Oder ist hier wirklich irgendwo noch ein zweiter Schalter? Ah, das ist zu weit weg. Ah, da ist ja einer, Tatsache. Ha! Hauptsache erstmal rumstressen. Was haben wir jedes Mal noch gefunden? Ich hab doch gewusst, da in dem Eck ist noch was. Bin ich wohl doch nicht ganz umsonst da runtergefallen. War nur die falsche Seite, wo ich runtergefallen bin. Denn da ging es wirklich nicht weiter. Und da ist nur so ein bisschen Rotz. Ich dachte, es wäre eine Drachenwurzel, aber nein. Dann eben nicht. So, wir haben schon mal zwei schwarze Perlen. Und ich glaube, bevor wir jetzt die dritte sammeln, aufsammeln sollten, müsste ich jetzt mal hoch zu dem Druiden, damit wir auch wissen, wofür wir die brauchen. Denn das ist uns jetzt noch nicht so ganz klar. Wie denn auch? Gibt noch einer am Eck, dem es nicht so gut geht. Naja, was soll's. Ja, der wird ja irgendwo schon sich wundern. Ne? Der, unten eiert einer die ganze Zeit rum und schlägt alles zu Brei. Und kommt gar nicht vorbei. Ein bisschen Käse essen hier. Muss auch mal sein. Alter, war das ja anstrengend. Warum muss es auch so dunkel sein hier? Das ist so ein bisschen ja, unangenehm. Da ist der Käse ganz gut. Was haben wir denn hier noch? Todesengel, Blutfliegen, normale Blutfliegen, ja?
Von da unten kommen wir ja her. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal zum Druiden. Das ist ja sonst so ein bisschen bekloppt. Flasche mit Gift. Immerhin hat er hier Fackeln, also. Also immerhin werden hier Fackeln auch, ne? Schön bereitgestellt, weil das wäre ja wirklich sonst ein Krampf. Mal den Lümmel da rum. Das juckt ja noch gar nicht, dass wir Sachen klauen. Aber wir sind ja auch nicht in der Zivilisation, das interessiert ihn gar nicht. Oh, da ist noch permanenter Leben, oder? Lebenstrank. Oh, noch mehr Fackeln, die müssen auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir immerhin schon 8. Trotzdem gar nicht so viel. Also Elixier der Stärke. Das behalte ich mal. Ich meine, klar, wir könnten es auch direkt trinken, aber wir behalten es mal ein bisschen. Da ist der Fremde. Jetzt sieht er aber auch so dunkel. Was ist mit den Leuten hier eigentlich los? Weil da scheint nie die Sonne. Da kommen die nicht immer auf die Idee. Vielleicht sind die auch. Vielleicht haben die auch schon eine Nachtsicht. Sich antrainiert oder was. Ah, einen Lichtspruch holen. Jetzt haben wir sogar schon mal 2. Hey. Hey du, was machst du hier? Wo kommst du her? Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Veris ist mein Name. Ich bin hier gelandet, ich weiß nicht wie. Das hört sich ja sehr glaubwürdig an. Aber okay, ich bin mit Hilfe eines Teleporters hierher gekommen. Das bin ich dann wahrscheinlich auch. Also, was machst du nun hier? Ich versuche, die Vergangenheit dieses Ortes zu ergründen. Die Vergangenheit? Was ist denn mit diesem Ort? Es wimmelt hier nur so von Untoten. Findest du das nicht auch ungewöhnlich? Alles Gewöhnliche habe ich längst hinter mir gelassen. Aha, ist das so? Nun ja, gut. Was hast du schon über diesen Ort hier herausgefunden? Über dieses Land, dieses Verfluchte? Ganz eindeutig ein Fluch, das ist sicher. Wie bitte? Ich spüre das einfach. Die Wahrheit kann dem Herzen nicht verborgen bleiben. Wir Druiden kennen uns immerhin mit diesen Sachen aus, glaube ich. Ja, das sehe ich. Gibt es hier einen Tempel in der Gegend? Tempel? Was willst du mit einem Tempel? Ja, ich liebe Tempel einfach deswegen. Nicht. Naja, hier gibt es schon einen. Tempel und Flüche. Die haben oft etwas miteinander zu tun. Hä? Ich bin Druide, wir kennen uns da aus. Deshalb erforsche ich diese Gegend. Es muss irgendwo alte Aufzeichnungen geben. Aufzeichnungen? Worüber denn? Tempel, Flüche, die Gegend hier, so etwas in der Art. Kannst du die Augen offen halten? Vielleicht findest du ja etwas in der Art. Wenn es weiter nichts ist, nochmal zurück zum Tempel. Wo war er noch gleich? Wenn du aus der Hütte rausgehst, dann läufst du so lange, bis du den Tempel gefunden hast. Na, vielen Dank auch. Wenn's weiter nichts ist... Was ist das hier für ein Spinner? Der ist doch kein Druide, der hat sich doch irgendwo einfach die Robe gemopst. Das kann mir doch keiner erzählen. Hast du diese Hütte gebaut? Wie? Ich? Nein, nein, die war schon da. Ich bin Druide. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nichts, das ist es ja gerade. Ja, verstehe. Spinner. Ist ja ganz schön düster hier in der Gegend. Ach ja, jetzt wo du es erwähnst. Ich habe hier noch was für dich. Was ist das? Ach bitte, ne? Magische Rune, die dir deinen Weg erleuchten wird. Na endlich. Unheimlich nützlich in solch unheimlichen Gefilden. Wir Druiden kennen uns mit sowas aus. Ah ja. Ja. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe vorhin mit einem Geist gesprochen. Nun, das kann schon vorkommen. Leider sind sie selten gute Gesprächspartner. Was im Übrigen für die meisten Untoten gilt. Du findest das also gar nicht merkwürdig? Nicht im geringsten. Geister sind redseliger, als gemeinhin angenommen wird. Lass mir merken. Das hat ihn übrigens gerade gar nicht interessiert. Auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich gar nicht hüpfen. Ah, Gott. Eine Lichtrune. Na, leck mich am Arsch. Das gibt's doch nicht. Ein Glück. Oh Mann,
Lichtzauber der Druiden. Ein Segen hier im verfluchten Land. Hey, du. Jetzt beklauen wir den Guten noch. Und jetzt will ich ihn mal ganz kurz ansprechen. Ich habe mich ein wenig umgesehen. Ja. Kannst du mit dieser schwarzen Perle hier was anfangen? Oh ja, davon habe ich schon einmal gehört, als Druide. Wir kennen uns mit solcherlei Legenden aus. Legende? Die sieht hier ziemlich echt aus, also... Ja, durchaus phänomenal. Am besten, du lässt die Perle hier, damit ich sie untersuchen kann. Vielleicht gibt sie uns Aufschluss über irgendwas. Ach, dieser Typ. Also, wir könnten, glaub ich, gleich einfach nochmal sagen. Also, Neuigkeiten für Feris, der zerfallene Tempel und verfluchtes Land. Das sind so die drei Quests jetzt hier. Und wir werden ihm gleich erzählen, dass wir noch eine zweite Perle gefunden haben und dann wahrscheinlich einfach irgendwann eine dritte. Ob da etwas bei herumkommt, das weiß ich auch nicht so ganz. Aber es ist ganz interessant hier, es ist auch sehr schön gemacht mit diesem... Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Druide ist. Vielleicht ist er ja auch senil, kann ja auch sein. Oder er ist halt einfach ein Hochstapler, der hier halt in Europa hat rumfliegen sehen. Auf der anderen Seite macht das keinen Sinn, so eine Farce aufrechtzuerhalten hier. Ist ja niemand, den du mit reinlegen kannst, gewinnbringend, sage ich mal. Das ist ja... Naja, also auf jeden Fall, ist ein komischer Kauz, dem traue ich alles zu. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Und sind dann auch hoffentlich bald hier draußen. Es entwickelt sich aber schön, diese Suche nach den Fragmentteilen. Immer dann in einem kleinen, gesonderten Gebiet. Ist schon cool. Ist jetzt zwar nicht diese große, weite, offene Welt, die wir ansonsten so kennen und heute auch gewohnt sind. Aber ist schön. Gefällt mir. Also gut, das verfluchte Land. Das wird uns hoffentlich nicht mehr allzu lang beschäftigen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.